Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen, beziehungsweise irgendwie auch alten Projekt, und zwar Die Sims 4. Neu in dem Sinne, dass es eine neue Familie ist, alt in dem Sinne, dass wir wieder bei Sims sind. Ja, inzwischen sind auch einiges an neuen Packs rausgekommen, wie zum Beispiel Vampire, Kleinkinder und was weiß ich nicht alles. Und ja, habe ich mir gedacht, hey, fang einfach mal eine neue Familie an, und ja, dann habe ich angefangen hier. So, wir befinden uns hier gerade in San Myshuno, der Großstadt von Sims, und ich darf euch einmal die Charaktere vorstellen. Einmal hätten wir, Moment, so einmal hier, bitte anlaufen. So, komm her. Einmal hätten wir hier als erstes mich, einfach weil, warum nicht? Ne, habe ich mich einfach mal hier so reingepackt. Ich bin, um es hier noch einmal zu zeigen, Moment. So. Also, ich bin einmal ein Computerfreak und werde in die Karriere des der sozialen Medien eingehen. Und ich bin ein Musikliebhaber, ein Bro, ein Geek und eben ein schneller Lerner durch mein Bestreben. Ja, mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen. Den Rest habe ich auch wahrscheinlich vorher schon gesehen mit Outfits und allem. Ja, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir direkt einmal die liebe Chloe Green. Sie möchte Partylöwin werden, ist eine Musiklehrerin und steht besonders einfach aufs eigene Singen. Ist auch ein Bro, ist kreativ und aufgeschlossen. Und wie man sieht, auch von ihrem Klamottenstil, so ein bisschen herabellischer. Aber davon kann man natürlich nie genug haben. Und als letztes haben wir hier einmal den lieben Christian Price. Er ist auf der Suche nach seinem Seelenverwandten und ist ein Perfektionist, selbstsicher, aktiv und verführerisch. Ja, und ich würde sagen, mit diesen dreien werden wir unsere Geschichte fortführen oder beziehungsweise eine neue Geschichte anfangen. Und ja, ich würde sagen, als erstes sollten wir uns mal hier so ein bisschen um die Zimmerumaufteilung kümmern, so dass da auch drei Betten stehen und nicht zwei. So, das hier einmal verkaufen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Das können wir ja später nochmal ausbauen. So, ich würde sagen, wir ziehen das hier einfach mal ein bisschen nach hinten. Das hier auch. Und dann machen wir vielleicht einfach hier das mal kurz weg. Das können wir kurz einfach verkaufen. Die kommen mal hier hin, das dann. Hier kommt man eine schöne Wand hin. So. Ja, doch, das passt. Da vielleicht so und dann einfach mal hier. Ich weiß gerade, wir müssen später mal gucken, so, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben und alles, wie wir das Ganze hier aufteilen werden. Aber ich möchte natürlich erstmal ein bisschen, das ist natürlich jetzt nicht so schlau, natürlich so ein bisschen erstmal reinkommen. Moment, bis die erstmal überhaupt irgendwo schlafen können. Das ist ja schon mal eine wichtige Sache. Machen wir das am besten hier mit der Wand. Das ist ein bisschen sehr knapp. Machen wir das so und so und so. Das hier weg. Ich glaube, das kann man machen, oder? Ja, das sieht vielleicht gerade ein bisschen komisch aus. Obwohl, na, es geht eigentlich. Ist jetzt nicht mega normal, aber wer braucht schon normal, ne?
Ja, mal das sind, dann machen wir natürlich noch eine Tür. Nehmen wir mal die vernachlässigte Tür. Wollen sie ja nicht auch vernachlässigen. So, hier noch ein Zimmer, Bett für das Zimmer. Den Schrank einmal hier. Ja, ich glaube, den Schrank sollten wir hier einfach hinpacken. Haben wir irgendwie Platz noch für ein Bett? Das ist nochmal so ein ähnliches. Nein, okay, warte, dann machen wir den Schrank mal kurz woanders hin. Wir müssen das Ganze hier natürlich erstmal so ein bisschen... Ne, es wird wahrscheinlich auch später irgendwann so sein, dass wir umziehen werden. Ein größeres Viertel, größeres Apartment und was weiß ich alles. Aber wir müssen natürlich erstmal ein bisschen kleiner anfangen. So, das Bett kann in... Machen wir es mal... ja, da kann man die Farbe nehmen. Und dann das ganze Bett noch einmal. Dann hier hin. Moment. Ich stelle es mal kurz da hin. Packe mal den Schrank hier an die Wand. Und dann kommt das Bett hier an die Wand. So, das hat dann einfach nochmal eine Farbe. Hier. So. Das können wir machen. Dann fehlt sonst nichts mehr. Außer halt da noch ein Schrank. Der wird so nicht passen. Dann nehme ich mal kurz einfach irgendeinen. Kommoden. Ein. Das ist natürlich auch ein bisschen sehr riesig. So, geht's da noch irgendwie ein Einser oder so? Nein? Okay, schade. Hier. So. Der ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber. Boah. Oder wir machen das so. Ja, voll. Wie machen wir das? Ach, scheiß drauf. Nehmen wir den altmodischen Schrank. Okay. Erstmal so für den Anfang. So, ich würde sagen, Chloe bekommt das Bett hier. Ich nehme das. Und Christian nimmt das hier. Sehr schön. Dann sollten wir noch so ein bisschen hier noch ein Radio aufstellen, damit das Ganze hier nicht so lang leise ist. Ja, das ist auch schon eine Art, das zu schreiben. So, nehmen wir das hier. Das ist ganz schön. Okay. Dann. Nehmen wir mal. Twin Pop. Okay, sehr schön. New Play. Tribna. Ja, komm, füg dich mal hier mit ins Gespräch ein, so ein bisschen kennenlernen mit allen. So. Sehr schön. So. Quanky. Arish, Kepsoturib. Tiba, Ganir. Okay. Ich würde sagen... Wir werden einfach mal so ein bisschen die Umgebung hier erkunden. Was haben wir denn hier so? Ach, guck mal, dann kann doch eigentlich mal... ja, komm mal einfach alle hier runter. Hier plaudern. Du kannst mal hier Akira Hallo sagen. Du kannst ja mal dich mit Miko unterhalten. Und du mit Navia? Ja, nehmen wir Navia. Freundlich vorstellen. Sehr schön. Baby! Fotos teilen. Vom Vampir schwärmen. So, du bist auch hier gerade am Talken. Am Mikro. So. Halt was schön an. Ja, nochmal, wir vielleicht ein bisschen übertrieben. Von Ijin erzählen.
Ich bin schon irgendwie mega gespannt auf alles, was, wie sich die ganzen Geschichten entwickeln werden und so. Ist natürlich jetzt erstmal am Anfang erstmal so ein bisschen ruhiger. Aber das wird schon. Und das ist natürlich einfach. Ja. Erstmal so ein bisschen reinkommen, erstmal alle Leute kennenlernen. Und dann kann jetzt so langsam alles entstehen. Wir können auch gleich mal hier einen Job suchen. Job suchen. Na, du auch? Question. Du auch einen Job suchen? So, ich werde wie gesagt soziale Medien. Sehr schön. Ja, ist okay. Okay. Dann Chloe kann eigentlich in Entertainer? Ja, Entertainer. Und Christian sollte sich eigentlich auch einen Job suchen. So, Christian wird... was kann er werden? Schriftsteller? Maler? Kritiker? Ich glaube, ich hatte Kritiker noch nie irgendwann, ne? Ja, komm, wird einfach Kritiker. Sehr schön. Dann... ja, ist okay. Wo ist denn Akira hin? Er ist weg. Okay. Ist er vielleicht irgendwie... Ja, okay, er hat sich einfach vom Staub gemacht. Warte, Miko, du... Miko, bleibst du... Nein, bleibst du wohl hier. Komm her. Ich möchte mit dir reden. Fotos teilen. Sag mal, Miko, hör auf, dich die ganze Zeit wegzubewegen. Finde ich nicht gut. So, nach Karrierefragen. Fürs Kommen danken. Auch wenn sie draußen steht, aber gut. Soll sie sich mal bedanken. Hallo, Sophia. Geben wir mal eine Spende. Einfach 100. Weil, warum nicht? So, Christian kann ja, kann sich ja mit ganzen Leuten mal ein bisschen anfreunden. Okay. Okay, okay. Dann... Was war das denn? okay. Gut, ja. Komm doch herein. Oh, stimmt, du kannst ja eigentlich ein bisschen singen. Okay, das ist nicht so die schönste Art zu singen. Ich lass dich mal alleine da üben. Okay. Wo ist denn Akira hin? Ich kann ihn ja einfach mal anrufen. Einfach nur um so ein bisschen Freunde und so. Du kannst dich ja mal hier auch mit dem an Freunden. Sie steht hier so rum und spielt. Nein, hör auf zu spielen. Dann übe auch singen. Na, komm, mach. Danke. Sehr schön. Ich habe nämlich so ein bisschen vor, dass sie halt später so ein bisschen, na, wie gesagt, sie wird sowieso Musikerin, also hat natürlich auch ein bisschen singen können. Und er wird dann so Restaurantkritiker und ich, Person des öffentlichen Lebens. So, ja. Gut.
Okay, okay. Dann. Justin ist da, sehr gut. Dann können wir eigentlich mal direkt nur nach Hause. Nein, nein, nach. Moment. Mit mir mal nach Hause gehen und eigentlich direkt mal einen PC kaufen, weil ich das vergessen habe. Ist natürlich ziemlich doof, für jemanden, der mit sozialen Medien arbeitet, zu vergessen, einen PC zu kaufen. Oh Gott, es ist immer so, am Anfang ist immer so, du hast einfach kein Geld, brauchst aber alles. Nehmen wir mal den Ass-Schreibtisch. Klatschen da mal noch einen PC drauf. Der ist vielleicht ein bisschen sehr teuer. Nehmen wir einen respektablen Mittelklasse oder so. Und dann noch einen Schreibtischstuhl. Schreibtischstühle. Da nehmen wir den Boss. Sehr schön. Dann kann ich mich direkt mal, wie meine Aufgabe ist, ein soziales Medienprofil anlegen. So, Chloe übt weiterhin. Ach, er war gerade hier. Und er protestiert einfach für irgendwas. Also wahrscheinlich einfach gedacht, ja, da protestiert jemand. Warum? Keine Ahnung, aber ich mach mal mit. Ach, hallo, guck mal. Hallo, Caleb. Gib dir mal eine Spende. Der sieht mir doch sehr übernatürlich aus. Und ich hatte auch eine ganz, ganz schöne Idee. Mit dem Christian. Oh Gott, ist das gerade laut, Alter. Oh Gott. Also ich habe da eine super gute Idee für den lieben Christian und ich würde mal behaupten, dass Caleb mir da weiterhelfen kann. Ich lasse die mal da unten weiter protestieren. Ja, du solltest eigentlich dich um die sozialen Medien kümmern. Können wir mal Status aktualisieren. Ja, das mehr brauche ich nicht machen. Ich habe eine romantische Komödie gesehen, okay. Sehr schön. Was machst du gerade? Du stehst unten rum und singst. Oder wie man das nennen möchte. Aktualisierung der sozialen Medien hat sich ausgezahlt in Form von Followern. 20 Follower dazu. Sehr schön. Dann kannst du eigentlich direkt nochmal machen. Weil warum nicht? Kannst du eigentlich noch so 2-3 Mal machen. Sehr schön, wenn das doch so einfach wäre. Das wäre traumhaft. So, du bist hier vorne, sehr schön. Dann komm, kannst du direkt mal hier dich Caleb vorstellen. 45 Follower habe ich jetzt. Sehr schön. Sie hat Level 2 erreicht. Okay, kennenlernen. Einheizen. Nach Karriere fragen. Jim Wibsey. Parnaqua Pufa? Samba. Sehr schön. Okay. Dann würde ich mir direkt sagen. Vampir Lebenstier loben. Zumal die beiden wollen auch nicht irgendwie nur näher kommen. So, ja, da hinten irgendwo. Hallo, ja, finde ich super, wie du lebst. Toll. Er arbeitet als Verkäufer in Johnnys Fressbude. Das ist ein schöner Name. Oh, ja, ups. Da können wir erstmal direkt aufs Klo. Sehr schön. Ich würde auch eigentlich jetzt mal sagen, dass das ist jetzt mal für die erste Folge war. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Und ja,
werden dann auch mal vielleicht so ein bisschen mehr in die Story reinkommen, mehr Geschichten bilden können. Wir werden sehen. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao.